Die Welt liegt vor uns. Sie liegt uns zu Füßen. Und wir schauen weise auf sie hinab. Wir sind eine Generation. Generation Audio. Hallo und willkommen bei PSA Insight. Heute geben wir mal einen kleinen Wochenrückblick. Die Woche hat eigentlich relativ gut angefangen mit News. Man kann sagen, sogar erfreuliche. Electronic Arts hat den ersten Teaser-Trailer für FIFA 17 rausgehauen, vor der EA Play. Macht erstmal einen soliden Eindruck, der Trailer. Was das Spiel natürlich kann, das verraten wir euch exklusiv am Sonntagabend. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was im Petto, aber dürfen wir jetzt noch nichts sagen, aber da kommt was. Dann ging es natürlich weiter mit einer ernüchternden Meldung. Ja, Horizon Zero Dawn kommt erst nächstes Jahr. Ist, glaube ich, nicht so tragisch. Ne? Wir können warten, kommen genug Spiele noch in diesem Jahr. Dann ist natürlich eine weitere Meldung reingekommen, die sehr erfreulich ist. 2K bringt XCOM 2, ein sehr erfolgreiches Spiel vom PC, auf die Konsole. Auf beide Konsolen, PlayStation 4 und Xbox. Dann hat Ubisoft natürlich mal wieder was rausgehauen und zu Watch Dogs 2 was gebracht, gezeigt, sehr ausführlich gezeigt. Das Ganze natürlich auch vor der E3. Was man davon halten muss oder will oder mag, muss jeder selber sehen. Ob Watch Dogs 2 jetzt besser wird als der erste Teil, ist halt ohne den Aiden Pierce, den man eigentlich schon sehr sympathisch fand. Man muss sehen, ob das die richtige Gruppe anspricht. Dann haben wir natürlich im Test gerade Mirror's Edge Catalyst. Da läuft die Fete so ein bisschen rum. Ne? Das wollen wir natürlich auch noch raushauen. Für euch einen ausführlichen Testbericht. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Man kann ja nicht dauerzocken. Ne? Wir haben noch ein bisschen was anderes zu tun, außer nur Mirror's Edge zu spielen, obwohl es vorab mal sehr, sehr gut gemacht ist. Apropos Tests, ja. Wie gesagt, hatten wir euch ja verraten schon, dass wir drei Headsets gerade im Test haben. Und zwar sind wir gerade dabei, das H3 nochmal hier für euch nochmal unter die Lupe zu nehmen. Das möchten wir dann gerne an euch dann mal weiterreichen. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Facebook-Seite liken, ich glaube 1500 Likes oder sowas. Und dann hauen wir das erste Ding raus. Das hat einen Wert von 90 Euro etwa. Wer noch keins hat, kann sich ruhig mal melden bei uns. Dann hat natürlich Activision auch noch ein bisschen was gebracht die Woche, indem man für Destiny eine Erweiterung bringen will, auch noch im September. Ist zwar schon ein sehr altes Spiel, aber man bringt eine riesige Erweiterung mit neuen Raids, mit 6 Mann, neue Waffen und dann ganz beliebt der tolle Raketenwerfer, die Jana waren da. Ist ja egal, ne? Muss dann jeder selber entscheiden, ob er da nochmal 30 Euro für ausgeben will für das Spiel oder lieber auf moderne Spiele setzen will. Das überlassen wir auch euch. Dann steht die Woche natürlich ganz im Zeichen der Euro 2016. Die ersten Spiele sind ja schon absolviert worden. Die Franzosen haben gewonnen, die Schweizer haben gewonnen, das nächste läuft gerade. Die Deutschen spielen morgen, da haben wir ein Orakel für euch mal wieder vorbereitet. Da könnt ihr auch mal reingucken, wie die Deutschen morgen gegen die Ukraine spielen, ob es passt oder nicht. Wir werden sehen. Wie gesagt, es kommt jetzt ein bisschen viel News, ein bisschen vielleicht zu viel für den Spieler auf einen zu. EA Play mit Battlefield, Titanfall 2 sind dann ganz groß in der Mache. Ne? Und natürlich nächste Woche die E3. Mal schauen, was da noch an News gibt, weil eigentlich ist eigentlich schon alles rausgehauen worden. Also so große Erwartungen haben wir nicht, dass hier noch was kommen wird. Also dranbleiben und dran denken, gibt es Headset zu gewinnen. Press play for the experience.